euch, ich bin's wieder, JB. Und ich bin unterwegs zu einem YouTuber-Treffen und werde gleich eine ganze Menge interessante Leute treffen. Eine ganz kurze Info zum Ablauf. Wenn wir jetzt fertig sind mit dem Essen, ich hoffe, wir werden es alle genießen. Dann werden wir danach den Vortrag haben um 15 Uhr, fahren dann ins Zentrum von Köln und dann abends kochen wir dann schön zusammen. Und ja, ich freue mich sehr drauf. Also schön, dass ihr da seid. Das ist ganz toll. Außerdem gibt es ein paar Updates zu meinem Kanal, ein paar News, was ihr so erwarten könnt in der nächsten Zeit, was ihr für Videos erwarten könnt. Und deswegen bleibt dran. Zunächst möchte ich mal ganz herzlich alle neuen Abonnenten begrüßen. Ich habe ja in der letzten Zeit doch eine ganze Menge neue Abonnenten bekommen. In erster Linie natürlich durch meine Norwegen-Videos. Und durch die Videos mit meinem Auto, den ich ja als Minicamper umgebaut habe. Ja, herzlich willkommen und ich freue mich total über so viel Interesse an meinen Videos. Ja, Norwegen war ja das Highlight dieses Jahr bei mir, definitiv. Aber es gibt noch weitere Videos und die werden jetzt in den nächsten Wochen kommen. Ich war auf Rügen auch noch. Da habe ich noch so zwei schöne Videos gemacht, auch von einem sehr schönen Lost Place Prora und aus dem Nationalpark Jasmund. Sehr, sehr schöne Naturaufnahmen. Dann war ich noch mal in der Schweiz, in Tessin. Da gibt es noch zwei schöne kleine Videos. Ja, das sind so die nächsten Videos, die noch kommen werden jetzt. So, und jetzt bin ich aber unterwegs zum YouTuber-Treffen. Heute gibt es nämlich ein YouTuber-Treffen hier in Köln. Und ich werde hier gleich jede Menge interessante Leute treffen. Fachsimpelgespräche geführt. Natürlich. Die legen ja her. Ja. So, der Max verschenkt ja schon Bambuszahnbürsten. Vielen Dank. Nachhaltig. Aufschneiden für eine Pflanze. Dein Videomaterial will ich haben. Ja, 22 Leute, da sind wir jetzt schon mal und da werden noch ein paar mehr dazukommen und wir gehen jetzt erstmal was futtern und zwar bei Bunte Burger und ich war da selber auch noch nicht, das schauen wir uns jetzt mal an. Super, super lecker. Leute, kann ich euch echt empfehlen. Bunte Burger, veganes Restaurant, alles nur Bio-Zutaten und es hat echt richtig lecker geschmeckt. Wenn ihr mal in Köln seid, schaut hier vorbei. Und bei uns geht es jetzt weiter im Programm. Wir werden uns jetzt einen Vortrag anschauen von einem Regisseur, der so einen Star Wars Fanfilm gemacht hat. Und dann werden wir ein bisschen durch Köln laufen und dann den Abend ausklingen lassen in dieser YouTube-Villa, wo die meisten auch übernachten. Und na, schauen wir mal, was wir noch so erleben. Bist du auch fleißig? Genau. Ich habe schon gedacht, die sollen alle bei dir vorbeischauen, wenn die Outdoor und Natur begeistert sind. Und ich war in Norwegen. Und du warst in Island. Genau, ich war in Island. Genau, bei Hüli müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja. Ich verlinke den Kanal unter dem Video auch mal. Mein Kanal, nein, Schatz. Mein Kanal natürlich. Genau. Mach es auf jeden Fall. Richtig cool. Gute Tipps und so dabei. Danke, danke. Mach ich total gern. Ja. Und ich mag dein Logo voll. Ja? Ja, den meditierenden Hirsch. Hirsch, genau. Ich dachte gerade, Elch oder Hirsch, ja. Richtig cool. Danke, ja. Schön. Ja, also Hüli macht auch. Treffen. Ich kann das nur zurückgeben. Schaut danke. Auf jeden Fall bei Hüli auch vorbei. Du machst auch ganz tolle Videos. Ich bin Filmemacher, Essener Regisseur, aber auch Kameramann, ich mache viel Schnitt. Ich schreibe auch und in erster Linie bin ich aber Regisseur, Filmregisseur. Und ich habe in Aachen Kommunikationsdesign studiert mit dem Schwerpunkt Film. Ich habe das quasi auch, seit ich ein Kind bin, seit der Grundschulzeit eigentlich schon ziemlich klar vor Augen, ob ich das machen will in meinem Leben, Filme machen. Und als Abschlussfilm habe ich dann einen Star Wars Fanfilm gedreht. Manche kennen ihn dann, haben ihn bestimmt gesehen und der ist
dann auch krass durch die Decke gegangen. Also es ist also auch wieder alle Erwartungen wirklich auch international total explodiert. Es war aber auch ein Projekt, das um die 2 Jahre gebraucht hat, vom Drehbuch bis hin zur Veröffentlichung. Und ein immenser Aufwand war, weil es halt sehr viel Action beinhaltet hat, was halt sehr, sehr schwierig und komplex ist, damit zu arbeiten. Wir haben sehr viele visuelle Effekte, aber auch fast alles outdoor gedreht an realen Kulissen, die auch erstmal gefunden werden mussten. Und wo ich auch einen Anspruch hatte, dass die auch einen gewissen Look haben und möglichst spannend und außergewöhnlich aussehen, ohne dass man dann für jetzt irgendwie noch Sand verlassen muss und irgendwie ein ganzes Team Flugreisen bezahlen muss, was ja völlig unmöglich war. Und haben wir dann in der Eifel sehr viele schöne Spots gefunden, auch in Holland. Auf jeden Fall genau das ist dieser Wald in der Eifel. Wenn du sagst, das war im Wald in der Eifel, wie habt ihr das, ich weiß es ja, aber wie habt ihr das geregelt mit den Passanten, die da rumgelaufen sind? Ja, zum Glück war extrem wenig los da, also es war echt... In der Woche ist es da glücklich wieder, ne? Auf jeden Fall, genau. Wir haben auch meistens in der Woche gedreht, ja. Tatsächlich. Genau. Und zum Beispiel hat man später hier so... wir waren zum Beispiel in so einer Schlucht hier noch, das war auch sehr spannend. Das war die Teufelsschlucht, ich weiß nicht, ob das vielleicht jemand kennt. Ja. Braucht man dann eine Genehmigung oder macht ihr das einfach? Haben wir immer geholt, genau. Mhm. Also die Sache ist, in der Eifel war es super einfach, die zu bekommen, weil die auch viele Filmdrehs haben. Mhm. Und dann war das sehr, sehr einfach. Schon, hast du noch so ein paar einfache Tipps für YouTuber oder generell Leute, die immer anfangen wollen zu filmen? Kameraeinstellungen? Guck doch mal, was du machen willst und wen du ansprechen willst, würde ich sagen. Also, was ist das Ziel? Ich hatte jetzt auch nicht nur an mich gedacht, sondern generell kam mir so die Frage einfach, wenn jemand irgendwie anfängt, Filme zu machen, gibt es da irgendwie so das Einmaleins, was darf man nicht machen, was ist gut, oder kann man vielleicht gar nicht so pauschal beantworten wahrscheinlich. Es gibt nichts, was man nicht machen darf. Die einzige Regel bei der Kamera ist, man darf keinen Achsensprung machen. Kein Achsensprung? Achsensprung, genau. Also, was ist das genau? Das ist, es ist eigentlich nur wichtig, wenn man was Erzählerisches macht oder wenn man sich vorstellt, 2 Leute unterhalten sich, sitzen sich gegenüber. Oder hier, wir machen das mal gerade. Hier, halt, das ist eine Dialogszene. Dann Close-up hier und dann Kamera wieder weiter raus, Medium total. Dann ist das die Achse, das ist die Handlungsachse. Mhm. Die Kamera darf sich nur auf dieser Seite der Achse bewegen. Ach so, nicht auf einmal von der Seite. Genau, wenn man von hier gefilmt okay. auf einmal wird, kommt es nicht mehr an. Ja. Also es gibt oft, das sieht man oft bei so ersten Projekten von Leuten, die darauf halt nicht achten, dass man dann irgendwie Close-up bei ihm von hier filmt und dann genau das gleiche quasi so macht. Wenn man das dann so filmt, dann gucken wir beide in verschiedene Richtungen. Verstehe. Wenn wir hier sind, dann hat man immer die richtige Blickrichtung. Das ist halt so. Und das ist halt nicht nur bei Dialogen, sondern auch, das ist die Handlungsachse, manchmal auch in einem größeren Rahmen. So kommen wir nun zum Ende. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wäre eine coole Runde. Und viele interessierte Leute, das fand ich sehr schön. Ich kann nur sagen, alle, die sich für sowas interessieren, immer weitermachen und ausprobieren. Einfach keine Ahnung, sich nie irgendwie einstellen lassen oder sowas. Einfach immer weitermachen, das ist halt der beste Weg. Und alles, was man so lernen kann an, ich weiß nicht, sagen wir Filmschulen oder sowas, ist alles gar nicht mal so relevant. Das Relevanteste ist, einfach was zu machen. Dadurch lernt man halt am meisten. Also ich habe auch gesehen, dass so alles, was ich an Projekten, Musikvideos oder Kurzfilmen gedreht habe, das waren einfach mal so die besten Lehrer, die man hatte, weil an dem Projekt lernt man einfach alles. Alles, was schief gehen kann, dadurch lernt man dann, was man beim nächsten Mal alles verbessern muss und generell die ganzen Problematiken. Also, Learning by Doing ist wirklich so. Ja, der Vortrag von Sean Bu hat mir richtig gut gefallen. Sehr netter, sympathischer Mensch. Ich verlinke euch mal ein paar Infos auch unten runter. Schaut euch mal an, was er gemacht hat. Er hat wirklich richtig tolle Filme schon produziert, vor allem diesen Star Wars Fanfilm. Auf jeden Fall wert. Also seine Videos werden sich von grundlegend verändern, mit Sicherheit. Das ist übrigens der Max, den kennt ihr ja wahrscheinlich alle, ne? Der Max hier. Total cool hier heute. Wir haben ja schon zusammen unsere Nature Cleanup Aktion mal gestartet. Da müssen wir auch mal drüber reden. Ja, müssen wir wieder eine Fortführung machen, ne? Also immer diese verrückten Leute hier. Und der Alter, ihr und wir. Genau, ist immer wieder hier. Oh, das würde ich mir als Introspruch nehmen. Immer wieder hier. Gemeinsam Kanäle verlinke ich natürlich auch alle unter meinem Video. Von den Verrückten hier. Schaut da mal auf jeden Fall vorbei. Pünktlich zur Sonnenuntergang. Oh, geil, ey. Ja.
endlich sitzen. Wir sind wieder in der Villa Ehrenfeld. Und wieder ein YouTuber, der Frankie. Bei dir habe ich auch schon einige Videos angeschaut. Gefällt mir. Das freut mich sehr. Thema vegan ist bei dir. Ja, ich habe halt angefangen mit hauptsächlich so Ernährungsvideos. Hab dann aber auch gemerkt, dass das alleine nicht so wirklich mein Thema ist. Und habe dann angefangen auch mit Videos, die also ich für gut finde. So Radsport, Wandern interessiert mich sehr. Bin dann durch halt den Kanal von Max halt auch so mehr in die grüne Richtung gekommen, also mit wenig Plastik auskommen, generell mit wenig Sachen auskommen. Ja. Und fühle mich da mittlerweile ganz wohl. Bin jetzt mittlerweile auch schon 8 Monate dabei. Also mit YouTube angefangen vor 8 Monaten. Und macht mir immer mehr Spaß. Vor allem das Connecten mit neuen Leuten, das ist so das Beste. Ja, also mein Fazit ist, ich werde wohl dabei bleiben. Ich werde das nicht so schnell aufgeben wieder. Ja. Genau, auch Frankies Kanal verlinke ich unter dem Video mal. Frankies, wie heißt dein Kanal? Frankies Healthy Vegan Life. Genau. Also ich bin der mit den Bäumen und ich habe euch ja jeden Baum mitgebracht und bevor ich es jedem einzeln erzählen muss, was ich da teilweise schon gemacht habe, mag ich kurz Trees of Life vorstellen. Also, Trees of Life ist eine Baumpflanz-Community, das heißt wir pflanzen im Internet Bäume und unser Motto ist, für jeden virtuellen Baum pflanzen wir einen echten Baum. Das bedeutet, ihr könnt euch da auf der Plattform tolle Bäume aussuchen von tollen YouTubern, die wir am Start haben. Es gibt aber auch prominente Bäume wie von den Söhnen Mannheims. Also sucht euch einen tollen Baum aus und für jeden virtuellen Baum, den ihr pflanzt, pflanzen wir in echt einen richtigen Baum. Und das in Ecuador oder nee, wo? In Madagaskar. Madagaskar, genau. Das ist unser erstes Pflanzgebiet. Bei Trees of Life, durch das Motto, für jeden virtuellen Baum haben wir verschiedene Designs. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch den Happy Birthday Tree, es gibt den Gute-Laune-Baum, es gibt den Sommertagsbaum, es gibt verschiedene Designs. Das muss ich da irgendwie drüber finanzieren. Genau, und ein Baum kostet 2,80 Euro. Okay. So, das heißt, man geht, im Prinzip ist es wie ein Shop-System, man kauft einfach einen Baum, der einem gefällt, kostet 2,80 Euro, dann lege ich mir eventuell noch einen Account an und kann diesen Baum dann in meinen Account auf mein eigenes persönliches Pflanzfeld stellen und kann somit anfangen, Bäume zu sammeln. Ist auch ganz wichtig, weil Madagaskar mittlerweile noch 10% der ursprünglichen Wälder hat. Das heißt, 90% sind abgeholzt. Ja. Und in Madagaskar leben 85% der Tiere und Pflanzen sind endemisch. Das heißt, die gibt es nur dort. Und wenn die mal von unserem Planeten verschwunden sind, dann gibt es die nie wieder. Und deswegen habe ich mich entschieden, als erstes Madagaskar und dann können wir den Rest des Planeten auch pflanzen. Gepflanzt werden die 2x im Jahr. Also auf Madagaskar gibt es genauso Pflanzzeiten wie auch hier auch. Das heißt, man kann nicht jeden Tag rausgehen und es wartet auch nicht. Und nein, die warten in der Baumschule nicht, bis so ein Piep kommt und die rennen dann sofort los und setzen einen Baum in die Gegend. Sondern das Prinzip sieht so aus, dass wir 36 mittlerweile fest angestellt in der Baumschule haben, alles nur Einheimische. Wir haben damit einmal sorgen wir dafür für Arbeitsplätze, zum anderen pflanzen wir auch 10% der Bäume als Obstbäume für die Bevölkerung, weil die eben einfach Nahrung brauchen. Plus, dass das, was an Überschuss da ist, können die selbstständig auf dem Markt verkaufen, haben dadurch auch wieder eine eigene Einnahmequelle. Ihr macht jetzt auch so eine neue Crowdfunding-Kampagne, Danke. Hast du mir gesagt? Genau. Ja, ja, genau. Wie immer kostet natürlich sowas Geld. Gute Ideen kosten erstmal Geld, aber dafür bringen sie auch hinterher was. Genau. Gerne bitte, ich hoffe, du verlinkst es unten. Genau, unter dem Video ist auf jeden Fall ein Link und Infos. Ja. Genau. Also ich starte jetzt nächste Woche eine Startnext-Kampagne, eine Crowdfunding-Kampagne. Ganz einfach, weil wir die Plattform nochmal komplett neu programmieren müssen, weil mit der ersten Agentur, seht es euch an, es gibt ein Video bei Startnext, da wird alles erklärt, warum, wieso, wird auch erklärt, was Trees of Life ist. Und es wäre toll, wenn ihr da unterstützen könntet, weil das Tolle ist, dass durch unseren Sponsor, den wir haben, ihr nicht nur die Neuprogrammierung dadurch unterstützt, sondern gleichzeitig auch Bäume pflanzt. Das heißt, wir haben eigentlich eine Win-Win-Win-Situation und das wäre richtig cool. Ja. Ja. Schön. Macht mit! Ja, genau, macht mit. Und dir? Toll. Viel Erfolg. Ja, danke dir. Gerne. Boah, viel Erfolg.
Johanna, wie immer fleißig in der Küche. Ja, wie immer. Du hast auch einen richtig schönen Kanal, den ich immer sehr gerne schaue. Mit ganz tollen Rezepten. Was ist der Schwerpunkt so auf deinem YouTube-Kanal? Na, ich koche frisch ohne Tüte. Ganz, ganz wichtig ist mir das. Und halt kunststofffrei und grün. Grün, also green. Grün ist immer gut. Genau. Ne? Auch Bäume pflanzen, auch kunststofffrei, auch frisch kochen. Wie heißt dein Kanal nochmal? Johanna? Ja, das Land eben unten. Genau. Verlinke ich auch unter Video. Schaut mal vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Erwischt. Und lecker? Super lecker. Und jetzt habe ich mir die Hüli mal geschnappt. Ja, hi. Du hast auch einen richtig tollen YouTube-Kanal. Und was mich besonders interessiert und fasziniert, du warst in Island. Ja, vier Wochen. Traumziele, genau. Das ist so wunderschön dort, echt. Das ist Planet Erde, Mars und Mond gleichzeitig. Die Landschaft ändert sich so schnell. Und du denkst dir, boah, du bist irgendwie, keine Ahnung, du bist gar nicht mehr in Island, sondern irgendwie schon woanders oder so. Das ist echt krass. Und bist du alleine da gewesen? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte einfach über das Leben nachdenken, alles irgendwie alleine erkunden und mir Zeit lassen, so wie ich mich einfach fühle. Und spontan sein, war mir schon wichtig, ja. Ja, und hast du dann so hingeflogen und hast du da irgendwie was gemietet? Unten? Genau, also ich bin hingeflogen, dann hatte ich 11 Tage erstmal ein Auto gemietet. Bin dann halt damit einmal um die Insel rum. Das ist dann die Ringstraße quasi, da kann man einmal abfahren. Und da habe ich halt im Auto dann geschlafen, außer einmal habe ich mir dann eine Airbnb-Wohnung, also Guesthaus quasi, gegönnt, weil ich in der Hälfte der 11 Tage dachte so, okay, jetzt brauchst du so ein bisschen irgendwie was Weiches und ein bisschen Schlaf, ein bisschen mehr Schlaf. Und dann habe ich Couchsurfing gemacht in Reykjavik, also in der Hauptstadt. Dann bin ich nochmal in den Süden gefahren, weil ich das da echt toll fand. Ich habe mir ein Zelt gemietet und einen Schlafsack. Ging da halt echt total leicht, auch gar nicht teuer. Und dann bin ich nochmal ins Hochland gefahren und bin da gewandert einen Tag. Und dann bin ich nochmal nach Reykjavik zurück und dann nochmal mit Carsharing auf Couchsurfing gefunden, in so einer Carsharing-Gruppe, nochmal die Westfjorde abgefahren. Das sind auch 3000 Kilometer, so genau wie die Ringstraße. Das war dann aber auch sehr, also sollte man machen auf jeden Fall. Was hat dich am meisten fasziniert? Gibt's das? Kann man das sagen? Kann man gar nicht sagen. Also wirklich die Natur pur, die da herrscht und auch die Menschen, wie die mit der Natur umgehen. Also man hatte zum Beispiel in so Vulkanlandschaften so Gehwege und dann standen überall so Schilder, ja bitte hilft uns, die Natur zu schützen, die Pflanzen wachsen langsam und bitte nicht hier drauf treten und so. Wie die einfach, dass sie so ein Bewusstsein halt auch. Kannst du die Tür zumachen? Danke. Dass sie halt auch so ein Bewusstsein dafür haben, die Natur zu schützen einfach. Man sieht es halt und vor allem, man kann halt auch irgendwie einen Laptop irgendwo hinstellen und es ist morgen noch da. Also die Menschen sind einfach so vertrauensvoll und hilfsbereit. Mhm. Wenn du die was fragst, dann erklären die mit 10 Minuten erstmal was oder bringen dich dahin oder so. Toll. Wirklich schön. Also einfach menschlich. Mhm. Total andere Lebensqualität. Und du hast ganz viele Videos gemacht, ne? Ja. Ich glaube 18 oder 19. Ich glaube fast jeden Tag. Also wow. Die 11 Tage auf jeden Fall und dann ja, und dann noch so ein paar halt andere dann während der Zeit. Super, ich muss mir die alle noch anschauen. Deine Fotos habe ich schon gesehen. Und ich kann es wirklich empfehlen. Danke. Schaut mal bei ihr vorbei. Dankeschön. Auch den Link natürlich unter dem Kanal, unter dem Video bei mir. Den Link auf deinen Kanal. Danke. Ja, danke für dein Gespräch. Und Max, bist du zufrieden mit dem Abend hier, mit dem Tag? Das ist unglaublich. So viele Eindrücke, ich bin total K.O. eigentlich. Ja, ich war den ganzen Tag unterwegs. Alles coole Leute, super viel Spaß hier. Ja. Kann ich jetzt essen machen? Die Küche ist voll am Rodeln. Ja, kann ich nur bestätigen. Ich hatte auch einen richtig schönen Tag hier. Sehr nette Leute. Aber du bleibst noch ein bisschen, oder? Ich bleib noch ein bisschen, genau. Aber ich muss jetzt schon mal sagen, damit ich es auf der Kamera auch habe. Genau, und mich bei dir bedanken auf jeden Fall. Und euch sagen, schaut bei ihm vorbei, wenn ihr nicht sowieso schon seinen Kanal kennt. Max genau. Green. Super. Viel Spaß. Was dir schmeckt auch. Was ein geiler Tag. Ja Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich werde mich jetzt auf den Heimweg machen. Die anderen pennen alle hier in der Villa Ehrenfeld. Ja, und ich habe es echt sehr genossen. Ganz, ganz viele nette Leute kennengelernt. Ja, und damit möchte ich mich auch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne den Daumen nach oben klicken. Und schaut auf meinem Kanal weitere Videos an. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen hier bei YouTube. Tschüss.